Was geht ab, meine werten Freunde, und willkommen hier zurück zum nun endlich siebten Part von The Inner World. Ja, die letzten Tage kam ja kein Video und ich habe jetzt auch die ganze Woche hier aufgenommen. Da wird's mehr zum Talk zum Sonntag. Aber ich habe gerade interessant gesehen, dass ich, als ich das Spiel hier gestartet habe, irgendwie halb hinter dem Automaten bin und halb davor. Ich sehe die Leer. Flupp. So, wir haben jetzt die Sünde für den Sündomat, glaube ich, das letzte Mal bekommen. Nenne deine Sünde. Und hauen jetzt mal die... Also, er wird es wahrscheinlich flüstern. Okay, also... Ich habe das Erinnerungs nochmal zum Moment. Sehe die Schwere... Moment mal. Du hast was? So habe ich auch geguckt, als Ottilie mir ihre Sünden erzählt hat. Oh, ich glaube, wir haben die erste Stricknadel. Was soll ich mit so vielen Minzbonbons? Essen. Minzbonbons sind voll cool. Der Zeiger fehlt. Ich weiß auch, wer ihn hat. Okay, so, damit haben wir dann schon mal die erste Stricknadel, glaube ich. Der sieht nur so klein aus, weil er so weit weg ist. Den kann ich nicht mitnehmen. Ich wollte schon sagen, was macht er denn jetzt bei der Option? Können wir jetzt mal kurz nochmal hier... Ich würde gerne noch angucken. Conroys Palast und mein Zuhause. Ich habe ihn wirklich noch nie von außen gesehen. Sieht ehrlich gesagt ziemlich abstoßend aus. Ja, wie so Großindustrie, finde ich. Ja, wir gehen jetzt mal in den Eingang. Ich habe immer noch das Gefühl, wir können irgendwie die vergessen gedrückt halten. Das könnte Spaß machen. Bringt gar nichts. Na, vielleicht irgendwie, dass wir ihn jetzt so mit Conroy hier so dazu bringen. Ich weiß nicht, was wir mit der Lunchbox sollen, aber warum auch nicht, ne? Oh. Oh. Ein Flugblatt und ein Conroy-Kopf. Tschüss, Flugblatt. Ich glaube, wir hätten es eh nicht gekriegt. Der gute Hirte Asposiens. Der Name war Conroys Idee. Ach, wir können es doch nehmen. Okay, können wir damit jetzt irgendwas machen? Conroy Rät Nummer 2445. Umsichtiges Verhalten im Falle eines Basilenangriffs. Oder? Versteinert. Was nun? Ach, das kenne ich schon auswendig. Können wir davon noch mehr nehmen? Eins reicht. Okay. Können wir damit was machen? Zu groß, zu schwer, zu kantig. Wer immer seine Arbeit tut, den finden die Basilen gut. Toll! Die Puppe hat sogar Conroys Stimme. Ach stimmt, wir können die einfach so benutzen. Und wenn wir uns jetzt hier hinten hinstellen, sagen wir mal so hier. Der Robert, ich wollte gerade sagen, das ist jetzt nicht gerade da, wo du... Und benutzen die Puppe. Soll der Wind je wiederkommen, dank den Asposern, all den Frommen. Ich dachte, weil er hat ja so Angst vor Conroy irgendwie. Dass wir uns hier so hinter verstecken und dann machen wir das und dann... Entbehrung, Demut, Sparsamkeit bringen die Asposer bei. Hey! Anscheinend nicht. Ja, dann stehe ich mal wieder ein bisschen auf dem Schlauch. Ich habe keine Ahnung, was wir jetzt noch machen können. Also wir haben... Wir müssen ja irgendwie den Fisch... Können wir den Fisch jetzt vielleicht aufspießen? Und mitnehmen? Weil der ist ja so glitschig. Wir müssen irgendwie den Fisch mitnehmen. Wir brauchen das Fischöl, also das Öl von dem Fisch, um den Stuhl wieder hinzukriegen. Damit da richtig flutscht, sag ich euch, Leute. Damit das flutscht. Naja, dann könnte ich... Nein. Ja, Fish and Chips. Ich den Fisch einfach in das Papier ein. So.
Okay, dafür war der Flyer also gut. Ich hätte vielleicht noch gedacht aufspießen, aber naja, es ist auf jeden Fall, es ist eine der Häkelnadeln. Wir brauchen ja zwei Stück. Ich hatte kurzzeitig die Idee, jetzt weiß ich leider die Bestätigung. Der Gehstock ist die zweite. Ich sollte ihn lieber an mich nehmen, bevor ihn noch jemand klaut. Hä? Was ist passiert? Ah, okay. Was war das denn jetzt? Einfach in die Bar gewarpt. Okay, egal. Achso, können wir den Fisch jetzt eigentlich direkt benutzen? Den lasse ich schön eingewickelt. Okay. Die Musik von hier hat sich übrigens bei dem letzten Part auch bis nach da oben gebackt. Ich weiß zwar nicht warum, aber es hat funktioniert. Fischöl als Schmiermittel. Die Idee ist brillant. Jetzt her mit dem Faden. Halt dich gut fest, alter Mann. Oh, nackter Mann. Matthäus, hätte ich gewusst, was du unter dieser Kutte versteckst. Was denn dann, Ottilie? Dann hättest du sicher was umsonst bekommen. So, wir haben Garn, wir haben das, jetzt brauchen wir nur noch das Stickmuster. Wir kommen besser voran, als ich erwartet habe. Nein, bitte zwing mich nicht, dahin zu gucken. Tja, also wegen der Kutte. Behalt sie. Ich brauch sie nicht mehr. Danke. Nur ein echter ehrbarer Windmönch ist so gütig. Da habe ich mich glatt verschluckt. Die Bardame. Entschuldigung. Wenn wir mit ihr reden. Hallo nochmal. Schätzchen, ich wusste, du kommst zurück. Wie kann dir die alte Ottilie denn helfen? Zu einer Sprachoption? Ja, genau, Windmönch. Frau Bardame? Warum starrt ihr den Mönch denn so an? Pass auf, Liebling. Ich kannte Conroy persönlich. Ich kannte den zweiten Windmönch Pandur persönlich. Und das ist meine Chance auf einen Hattrick. Also störe mich jetzt nicht. Tschüss. Pass auf dich auf, Schätzchen. Ah, das Spiel ist so durch. Oh, der war so glücklich, dass er, nun ja, abgehauen ist. Oder besser gesagt, er hat es versucht. Aber wenigstens habe ich jetzt einen robusten Kleiderständer. Ich glaube, der Windmönch hat gerade gefragt, was mit ihrem Mann passiert ist. So, jetzt brauchen wir von ihm nur noch das Stickmuster. Irgendwie, wir reden jetzt mit ihm mal so lange, bis wir was wissen. Ich glaube, wir hatten noch nicht alle Optionen ausprobiert. Hallo, Detze. Kann ich dich noch mal was fragen? Nein. Aber wir haben doch... Das sagen sie ja. Doch, wir haben alle Optionen ausgeschöpft. Bist du sicher, dass das eine Schatzkarte ist? Für mich sieht es ein wenig aus wie ein Strickmuster. Ich bitte dich. Sehe ich aus, als könnte ich eine Schatzkarte... Ja. Nein, ja. Hör mal, ich werde dir jetzt sagen, was ich meinem und dem Richter und auch dem Onkel, der mit mir über meine Träume... Wenn ich sage, dass es echt ist, dann... Okay, also wir haben alle Optionen dann durch. Okay. Wir wissen, es ist ein Strickmuster. Wir müssen es nur irgendwie mit ihm... Wir müssen irgendwas mit ihm austauschen. Mit der haben wir auch keine Option mehr. Ach, du schon wieder? Noch nicht. Dann weiß ich auch nicht, wo sich das Mädchen befindet. Ja, wegen dem Leibchen. Kann ich nicht einen normalen Stoff dafür? Wenn du willst, dass das arme Kleine weiter... Nein. Dann besorg lieber schnell das Leibchen. Muss es wirklich aus echtem Erdbeergarn sein? Ich bin mir sicher, dass man mit guter, alter Wolle auch ein schönes Leibchen schneidern kann. Wie bitte? Entschuldige, ich habe dich über das Zittern meines Kindes nicht richtig gehört. Wie heißt denn das Kleine? Conroy. Natürlich. Ach, wie toll. Du hast es nach dem Abt benannt. Man weiß ja nie. Vielleicht stimmt das die Basilien ja milde. Ich finde, der Name passt sehr gut zu ihm. Danke. Es ist ein Mädchen. Könntest du nicht einfach in die ungefähre Richtung zeigen, in die sie gelaufen ist?
Wenn du mir das Leibchen besorgt hast, bringe ich dich sogar persönlich hin. Ja, was hast du denn noch zum Leibchen? Ich hab das Leibchen immer noch nicht. Was willst du dann hier? Ja, okay. Na dann, auf Wiedersehen. Okay, falls du mich suchst, weißt du ja, wo ich bin. Ich werde sicher nicht nach Hause gehen. Haben wir denn irgendwas, womit wir selber eine Karte zeichnen können? Nee, er braucht das Strickmuster. Hier kommen wir auch nirgendwo weiter. Die Tür kriegen wir auch nicht auf. Nein, oder? Das ist so abwegig. Ja, nee, das ist so abwegig. Und da suchen wir die Kellerluke. Mal sehen, da drin liegt ein Kissen, ein halbes Glas Gurken und ein paar Nägel. Ach, ich wünschte, ich hätte so ein... Aber Conroy sagt... Reißzahn verdirbt den Charakter. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Okay, dann müssen wir ihm das persönlich geben. Wir müssen irgendwas mit ihm hier machen. Warum sollte ich das tun? Warum nicht? Warum sollte ich Warum das tun? Warum nicht? Ich rate auch nur. Hast du nie ein Gebet versäumt? Ist der Basil dein bester Freund? Können wir eine Minzbombe andrehen? Ich glaube nicht. Mist. Dann geben wir dem Schneider mal die Sachen. Mal gucken, ob uns das vielleicht etwas weit... Können wir dafür vielleicht die Brotbüchse, die Lunchbox von ihm, von der Wache da benutzen? Ach, ich weiß auch nicht. Wird es damit funktionieren? Ich denke schon. Sehr interessante Nadel. Was genau ist denn das? Die sieht ja aus wie ein Gehstock. Ja, witzig, nicht? Hauptsache, ihr könnt damit arbeiten. Wenn das ein Gehstock wäre, könnte jetzt irgendein kranker Asposer nicht mehr laufen. Die Frage ist nur, ob man damit stricken kann. Ich meine, es sieht wirklich aus wie ein Gehstock. Es ist eine Stricknadel. Na gut, es wird auf jeden Fall funktionieren. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ja. Ich tue, was ich kann. So, Stricknadel 1, Stricknadel 2. Hier kann man das als Stricknadel verwenden. Also ich werde es verwenden können. Darf ich fragen, wo du das hier hast? Das willst du nicht wissen. Die ist vom Syndomaten. Interessant. Wie bist du da rangekommen? Ach, da war diese Dame in der Bar. Aha, du meinst bestimmt Ottilie. Steiler Zahn. Ich fürchte, ihr seid schon zu lange eingesperrt. Allerdings fehlt immer noch etwas für das Leibchen. Ich tu, was ich kann. Und das Erdbeergarn. Hier, ich habe echtes Erdbeergarn gefunden. Meine Güte. Dass ich damit nochmal arbeiten würde, hätte ich nie gedacht. Ich finde es wirklich nett von dir, dass du mich helfen lässt. Ja, ich helfe doch gerne. Ich habe einen Idealisten vor mir, das merke ich schon. Allerdings fehlt immer noch etwas für das... Ich tue, was ich kann. Ja, kannst du uns nochmal einen Tipp hallo, geben, Schneider. Wir alle Sprechoptionen durch? Junge Frau. Ich, entschuldige, die Gefangenen... Ja, fürs Leibchen. Ach ja, wegen dem Leibchen. Ja, es wird bestimmt... Ich habe leider noch nicht alles... Frag mich alles, was du willst. Genau, so. Ja, das Muster. Über das Muster. Die Stricknadeln haben wir auch schon. Wo soll ich nur ein Strickmuster herbekommen? Lass dir was einfallen. Ich mach dir einen Vorschlag. Du besorgst in aller Ruhe das Muster und ich... warte hier. Danke. Wo bekomme ich nur so ein Muster her? Es gab ein Strickmuster-Fachgeschäft in der Sturmallee. Aber das hat dicht gemacht. Das hilft mir doch nicht weiter. Tja, lass dir was einfallen. Ja, damit ist es mit dem Muster auch durch. Scheiße. Braucht ihr wirklich zwei Nadeln zum Stricken? Du hast noch nie gestrickt, oder? Ja, Masche fallen lassen okay, und so. Okay, ich gehe dann mal. Alles klar, ich bleib hier. Ja. Ja, und ich gehe jetzt auch mal in das Ende des Parts, denn wir sind jetzt am Ende angekommen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst gerne die Kommentare und Bewertungen da. Und beim nächsten Mal werden wir mal schauen, wie wir das Muster von Detze entwenden können. Ich lasse mir was einfach mal gucken. Vielleicht finden wir ja zufällig was raus. Ja, dann bis zum nächsten Mal und, ja, Peace out, Raccoon's Airplay. Ciao!